Willkommen zum nächsten Teil unseres Conan Exiles Guides. Wir wollen heute anfangen mit dem Thema Zaubern. Und das wird sich wahrscheinlich über mehrere Folgen irgendwie so durchziehen, weil wir erfahrungsgemäß zwischendurch dann immer wieder neue Materialien auch suchen müssen. Ich habe mir eine neue Rüstung gegönnt. Das ist die Rüstung der Erlösten Legion. Die konnte ich von den Materialien her so gerade machen, weil die Sternmetall braucht. Und Warpnir ist hier in unserer Taverne erschienen. Und den habe ich natürlich sofort verpflichtet. Und der ist aktuell unser neuer Begleiter jetzt. Der ist jetzt, glaube ich, Level 5. Ja, Stufe 5 ist er jetzt. Ich war schon ein bisschen mit ihm oben bei den Skeletten, um ihn zu leveln, aber das wird sicher jetzt kommen, die nächste Zeit. Genau. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir. Als erstes müssen wir natürlich mal lernen, wie man überhaupt zaubert. Und wir nehmen als Begleiter Wapnir mit. Setz mal deinen schicken Helm auf. So. So, das bringen wir gerade mal hier rein. Also unser Garten hat sich schon ganz prächtig hier entwickelt. Hier wird fleißig produziert. Ja, genau. So, wir müssen also das Zaubern erstmal lernen. Dafür müssen wir hier hin. Wir sind ja hier und wir müssen hier hin. Wir könnten hier zum Obelisken reisen. Das ist möglich. Wapnir, ist das eine gute Idee? Ja, komm mal mit. Ach, du stehst schon auf Folgen. Okay. Zu essen hat er auch was bekommen. Ich habe hier noch dieses Zusatzgebäude gebaut. Und zwar ist da der Tierstall drin und da ist unsere Reiseplattform. Genau. Und ich habe das gemacht, also ich habe dieses Gebäude da drumherum gebaut, damit dass bei einem Angriff die Dinge hier nicht kaputt gemacht werden. Weil das ist so eine Erfahrung, die habe ich schon mal gemacht. Da standen Dinge neben meiner Base und ja, die wurden dann leider zerstört. Da wollen wir hin. Genau. Halt. Ja, das ist richtig. Du kannst auch mal deinen Helm aufsetzen. Wo ist denn der? Okay. Oh! Ja, ja. Tell me your name, so I can carve it on your pyre. Gut. Hast du feine Sachen dabei? Hast du das? Nehmen wir gerne mit. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen. So, ich dachte mir, wir machen die Reise. Und wir brauchen jetzt einen Zauberer. Deswegen machen wir hier einen kleinen... Habe ich da noch genug? Wir machen einen kleinen Umweg hier. Hier gibt es ja wohl einen Zauberer. Normalerweise. Okay. Okay, das war ein Zauberer. Ja, wunderbar. Gewürzte Keule nehmen wir mit. Nee, die haben alle jetzt nichts, was wir eigentlich noch brauchen. Dann geht's wieder zurück. Da ist der Eingang. Wir sind jetzt hier. Hier ist der Eingang. Ich zeige es nochmal auf der großen Karte hier. Gegenüber von den Fleischreißerfällen. Ja, das sind so ein paar untote Schieferrücken. Warte mal, ich nehme mal die Fackel anstelle. Die sind jetzt natürlich
überhaupt keine Schwierigkeit mehr hier für uns. Ihr könnt wahrscheinlich auch einfach dran vorbeilaufen. Aber ja. Ja. Okay, also an diesem paar untoten Schieferrücken vorbei und hier in die Höhle rein. Und hier ist dann schon keine Gefahr mehr. Hier hoch. Und im Prinzip gibt es hier nur dieses Buch. Und hier haben wir jetzt die ersten Worte der Macht gelernt. Und wir haben bekommen ein paar Jutebeutel und den Zauberstab. Und es gibt hier aber noch mehr feine Sachen. Warte mal, habe ich noch Dietriche? Einen. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir können jetzt hier, warte mal, im Prinzip hierher gehen und machen uns gleich mal eine Eisbrücke darüber. Nimm mal den Zauberstab. Ich habe jetzt durch Mausklick das Ganze aktiviert. Forme die Kräfte der Natur. Beschwöre eine Brücke aus Eis und in die Richtung zeigen, wo sie hin soll. Ja, das hat eben merkwürdig geruckelt. War ein bisschen hoch vielleicht meine Eisbrücke. Und hier gibt es jetzt eben einige wirklich feine Kisten. Nimm mal wieder die Fackel. So. Wir nehmen einfach mal alles mit, was hier so drin ist und sortieren das später. So. Irgendwo gibt es noch eine Kiste, glaube ich. Oder war es das? Nee, die sind alle leer. Ich glaube, dann haben wir doch alle Brücken erwischt. Du kannst übrigens auch einfach hier ja, runterklettern und darum und dann da hinten wieder hochklettern. Das geht auch. Aber nochmal hier. Einmal linke Maustaste. Dann hier haben wir die Kräfte der Natur. Und dann bitte die Eisbrücke. Tap, tap, tap. Und schon geht's hier rüber. Das ist schon fein. Ansonsten, ich meine, das ist eh nett mit den Kisten, ja. Aber mehr gibt es hier auch nicht. So, und dann wieder runter. Kuraxhöhle. Okay. Und dann können wir im Grunde genommen hier rauslaufen. Das heißt, wir haben Zaubern gelernt. Wir haben den ersten Zauberspruch auch angewandt. Und Wapnir und ich gehen jetzt wieder zurück. Wie schaut's aus? Stufe 7. Na, das hat doch schon ein bisschen was gebracht. Nice. So, wir haben ja noch einen ganzen Turm eigentlich frei hier in unserer Festung. Und ich denke, hier bringen wir den Zauberer unter, so direkt neben der Kneipe. Wenn ihm langweilig ist, dann kann er ein Bier trinken gehen. Ich habe schon mal die Materialien zusammengesucht, die wir brauchen. Und wir sollen als erstes den Traumaturgietisch bauen. Der müsste eigentlich schon gleich auch freigeschaltet gewesen sein. Und zwar findet ihr den im Baumenü unter Werkstätten. Und hier haben wir jetzt Zauberei. Und da haben wir eben diese beiden Sachen hier jetzt bekommen. Und den Tisch stellen wir auf. Hier. Was kann ich? Haben wir irgendwo schon Zauberer? Ich glaube nicht. So. Gut.
Jetzt legen wir das Buch erstmal da rein, das wir erhalten haben. Und wir können eigentlich auch die das können wir da einfach mal eben lagern. So, ich habe schon so ein paar Sachen mitgebracht, die schmeiße ich hier gerade einfach mal rein. Okay. Jutebeutel, ja, die brauchen wir nicht. Die Magierschädel braucht man nicht mehr. Das wollte ich euch noch zeigen. Ihr findet, wenn ihr Zauberer tötet, diese Karte eines toten Zauberers. Und die soll euch auch zeigen, wo ihr die Höhle findet. Ich finde die aber sehr unübersichtlich. Also ich habe da beim ersten Mal ziemlich lange gesucht. Also das hier ist eben dieser Nebenfluss. Hier geht der Hauptfluss und hier ist die Höhle. Ja, genau. Also falls ihr das mal gefunden habt, das wäre dort. Das sind noch Nachschubmaterialien. Okay, ich muss noch ausräumen. Jetzt sollen wir das Buch von Kurak verbessern. Und dafür brauchen wir Zauberspruchseiten, verdorbenes Fleisch und Stein. Habe ich zufällig verdorbenes Fleisch? Habe ich zufällig einen Stein? Nope. Ich hole mal eben die Sachen. So. Was haben wir? Wir haben fehlgeschlagene Zaubersprüche. Wir haben eine Zauberspruchseite, wir haben Stein und wir haben ein verdorbenes Fleisch. Jetzt können wir das einmal herstellen. Jetzt haben wir wieder einige Sachen gelernt. Und das, was wir vorher hier reingetan hatten, ist verbraucht worden. Und wenn man jetzt hier wieder draufklickt, dann sieht man, was man für das nächste braucht. Hier braucht man wieder eine Zauberspruchseite. Wir haben aber nur Seiten mit fehlgeschlagenen Zaubersprüchen. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Wir hatten eine Zauberspruchseite, die haben wir eben benutzt. Und jetzt haben wir hier fehlgeschlagene Zauberspruchseiten. Was wir brauchen, sind aber richtige Zauberspruchseiten. Und die können wir entweder irgendwo finden oder wir können uns einen Zauberer besorgen. Geht's hier raus? Nee, hier geht's raus. Wir können uns einen Zauberer besorgen und der kann dann diese Zauberspruchseiten machen. Das heißt, das nächste, was wir jetzt tun werden, ist, wir werden einen Zauberer uns holen. Ich hatte mir gedacht, ich gucke doch noch mal in der alten Base, weil mir kam das irgendwie so wenig vor, was ich hatte. Und schaut mal, was wir haben. Wir haben auch einen Zauberer bereits und den nehmen wir jetzt mit. Ja, nimm einfach mal alles mit. Bin ich leicht überlastet, aber ja. Und da hatte ich auch vergessen, da stehen noch Berserker rum, die möchten noch eingekleidet werden und ausgebildet. Die hatte ich auch vergessen. Dann ab mit dem Zauberer in die Werkbank hier, in den Zaubertisch. So, und jetzt seht ihr, hier können wir also jetzt Dinge herstellen und unter anderem eben hier diese Zauberspruchseiten. Lass uns mal hier herstellen, Seite mit fehlgeschlagenem Zauberspruch. Was machen wir jetzt aber, wenn wir nicht mehr genug fehlgeschlagene Zauberspruchseiten haben? Dann können wir uns die selber herstellen. In dem Fall hier jetzt aus Pflanzenfasern, aus Opferblut und einem Tuschpinsel. Die Frage ist jetzt, wo bekommen wir Opferblut her? Wir haben ja eben schon Zaubersprüche gelernt. Wenn wir unter Wissen gucken und hier bei Zauberei, dann haben wir hier den Blutritus gerade gelernt. Und da haben wir den Opferstein und dort können wir tatsächlich dann ja, das Blut gewinnen, das wir brauchen, um weitere Seiten herzustellen.
Das heißt, das nächste wäre, dass wir den Opferstein bauen. Werkstätten, Zauberei, da ist er, der Opferstein. Wahrscheinlich habe ich hier nicht genug Platz, dann stellen wir den hierher. Dafür brauchen wir 600 Stein, 100 Eisenbarren und eine Fackel. So, ich habe die Materialien besorgt und ja, jetzt machen wir den da so hin. Gut, wunderbar. So, hier können wir jetzt also jemand opfern. Dafür müssen wir erstmal jemand fangen. Wir haben da hinten immer so ein paar Reliquienjäger stehen und ich denke, die könnten wir uns holen. Ich habe da Lincia dabei und wir gehen mal eben und holen uns dort unser erstes Opfer. Da habe ich übrigens letztens auch schon mal irgendeinen Named stehen sehen. Einer würde uns reichen. Oh! So. Hast du es erst schon erledigt? Sehr gut. Ja. Das ist natürlich praktisch. Die werden vermutlich häufiger von uns Besuch kriegen, weil wir sicherlich öfter das Blut benötigen. Und ich bin wieder falsch gelaufen, aber wir lernen das noch. Hier sind wir richtig. Okay, dann können wir jetzt den Blutritus machen und wir brauchen aber auch Opferblut. Also wir brauchen auch ein Glas. Davon haben wir auch ganz viel. Das kannst du mal aus der Hand legen wieder. Du hast doch die, genau. Gib mir mal 20 ab. Dann renne ich eben hier rum. Na? Okay, die können wir einfach schon mal hier reintun. Und jetzt machen wir einmal den Opferritus. Gucken aber nicht dahin. Das ist ja nicht so schön, ne? Okay. Jetzt können wir dann so. Okay, jetzt geht's. Und jetzt können wir im zweiten Schritt das Opferblut hier in die Flasche füllen. Gut. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir Pflanzenfasern und einen Tuschepinsel. Ein Tuschepinsel könnt ihr freischalten unter Wissen. Und hier Rüstung und dekorative Kriegsbemalung. Dann könnt ihr oder lernt ihr, wie man einen Tuschepinsel herstellt. Wir haben aber auch schon mal welche gefunden. Die liegen, glaube ich, in unserer Farbwerkbank. Ja, schau einen bitte mal. Danke. Ach, du hättest eigentlich draußen bleiben können, Dalincia. Dich brauche ich aktuell nicht.
Du kannst dich da wieder hinsetzen und bekommst auch deine Waffe zurück. So. Die anderen Waffen kommen hier wieder rein. Die anderen Keulen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt tatsächlich alles zusammen. Zaubern lernen ist gar nicht so einfach. Und Pflanzenfasern. Gib mir mal 10. Na. So, dann stellen wir das bitte her. Einmal zaubern, Wildfleisch und Federn. Wildfleisch. Wir haben schon eine ganze Reihe verschiedener Zaubersprüche jetzt gelernt. Die Eisbrücke haben wir schon ausprobiert. Das haben wir schon gemacht. Seelenraub haben wir noch nicht gemacht, aber das machst du letztlich auch mit dem Opferstein und mit einem entsprechenden Opfer. Also der Prozess ist der gleiche und wir können jetzt hier nochmal Zauberspruch ausprobieren. Wir nehmen uns unsere Stoffbeutel mit, die braucht man auf jeden Fall auch. Und wir nehmen uns hier unseren Arkanenstab mit. So, okay. Dann schauen wir mal, wie langsamer Fall geht. Also wir brauchen den Stab, wir brauchen Zauberbeutel. Ich nehme an den Stoffbeutel wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Und jetzt wieder aktivieren. Also zumindest haben wir die Reise mal abgeschlossen. Jetzt haben wir hier, lüfte den Schleier von Zeit und Raum, Gegenwart und Zukunft. Nutze die Kraft des Lebens, des Todes und des Untodes und die Kräfte der Natur. Schauen wir mal. Beschwöre einen Windhauch, der deinen Fall bremst. Das ist das, was wir wollen, und das war die Eisbrücke. Also Kräfte der Natur. So, und jetzt kann ich hier langsam runterspringen, ohne dass ich mich verletze. Und kann sogar hier noch ein bisschen fliegen. Nur fliegen ist schöner. Der hat jetzt einen Jutebeutel übrigens benutzt. Meine Lieben, das soll es für heute erstmal mit Zaubersprüchen gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sie ist gar nicht so glücklich, dass sie jetzt zaubern kann. Guck mal, sie guckt so richtig traurig. Viel Spaß im Spiel. Mach's gut. Ciao.